Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einem Let's Play Landwirtschaftssimulator 2017. Ja, wir sind wieder mal auf das Swapo Agro unterwegs. Wir sind bereits in Folge 15 gelandet. Ich habe diesmal vor der Aufnahme die Jungs hier wieder angeschmissen. Alles läuft, alles fährt, alles macht, so soll es sein. Da müssen wir natürlich, wenn der Grubber durch ist, das nächste anstellen, anschmeißen. So, ja, hier waren wir noch rangefahren. Wir hatten ja eine Runde Silage gemacht. Ich weiß gar nicht, warum ich ihn jetzt angemacht habe. Ich wollte nach den Tieren gucken. Und zwar die Tiere, vor allen Dingen unsere Kühe, brauchen, wie ihr da seht, Silage. Und das war eigentlich mein Gedanke, dass ich das noch eben fülle. Und zwar es so fülle, dass ich das mit ihm hier mache. Der haut jetzt hier 80.000 Liter rein. Die haben nur noch einen kleinen Rest. Wir bringen das jetzt rüber zu den Tieren. Kommen dann hier wieder her, füllen es auf und bringen es zur Biogasanlage. Also dass wir halt dementsprechend da ein bisschen Reserve haben, was die Produktion angeht. Das hier bringen wir dann jetzt zu den Kühen. Das war jetzt erstmal mein erster Sprit. Und dann wollen wir mal gucken, wie weit der Grubber ist, weil da müssen wir natürlich dann sehen, dass wir die nächste Seemaschine oder sowas zum Laufen kriegen. Hier müssen wir mal gucken, wie gut ich hier rangefahren komme jetzt. Ich glaube, das könnte schon gut funktionieren so. So, da haben wir nämlich diesen Silage-Part auch voll gemacht. Jetzt sind die Tiere erstmal alle happy, bis auf die Rüben-Geschichte. Da müssen wir uns im Laufe der Zeit dann auch mal eine Runde drum kümmern. So. Jetzt hole ich mir die Liter eben wieder nach. Und dann fahren wir eben rüber und bringen das in die Gas-Geschichte. Und dann gehe ich davon aus, dass dann in der Zwischenzeit der Grubber fertig ist. Natürlich ist es komplett falsch gefahren, macht aber nichts, kriegen wir geregelt. Ich hätte im Endeffekt die Türme natürlich anders setzen müssen, obwohl zum Abladen ist es so gut, zum Aufnehmen ist es so nicht gut. Ich fahre jetzt einfach mal hier runter, wo ich es wieder auffülle, ist im Prinzip egal. Hauptsache ich tue es. Da haben wir die 80.000 Liter drin. Bei der Gasproduktion ist auch einigermaßen gut was durchgegangen. Wir haben zwei Lieferungen da angebracht, also hingebracht. Und das sind ja 160.000 Liter logischerweise. Und er war in der Folge von gestern dementsprechend noch dann unter 100.000 schon abgesackt. Heißt also, wir bringen ihn jetzt mal eine Runde darüber. Die andere Geschichte, die ich festgestellt habe, bei der Brettergeschichte brauchen wir noch Sachen zum Verbrennen. Ah, da ist die Aufgabe schon erledigt. Okay, dann gucken wir gleich mal. Sorry. Ja, eine Sache zum Verbrennen. Da bin ich mir noch nicht sicher, was wir da nehmen oder was wir da haben. Wir haben nebenbei natürlich auch noch Gras zum Aufnehmen, was wir auch dementsprechend einlagern können. So. Ich fahre jetzt hier nur einmal hin und lade aus und dann werden wir uns erstmal darum kümmern, was der freundliche Kollege denn fertig hat und ob es auch wirklich fertig ist, und dann schauen wir mal, was wir daraus machen. Und wir müssen natürlich sehen, dass wir der freundliche Kollege das Gas anbringen, weil der steht ja noch vor der Produktion, was jetzt okay, anscheinend ganz richtig. So ein bisschen Eigen.
Da möchte ich das gerne hinhaben. So, wir schalten durch. Ja, er ist fertig. Und das ist gar nicht die der Gruber, das ist die Sämaschine, die fertig war. Das ist aber auch okay. Da kann ich auch mit leben. Ich frage mich jetzt gerade, wo das X ist, um die Variante wieder auszumachen. Achso, das ist in so ein Witzbeutel, ne? Dann sollte ich erstmal den Kollegen ausmachen, dann geht das auch. So, gut. Damit dürfte das Feld, wir schauen mal nach. Zweimal gedüngt sein und gesät sein und dürfte im Einsatz sein. 7. Ist, ne? Nicht gepflügt und nur einmal gedüngt. Da muss auf jeden Fall der freundliche Kollege nochmal rüber. Und die 6. Die ist zwischenzeitlich zweimal gedüngt. Aber es ist nichts drauf. Das heißt, da kommt die Sämaschine noch drauf, die drüben schon steht. Ich werde erstmal hier runterfahren mit ihm hier. So. Wir haben mehrere von den kräftigen Jungs jetzt hier am Start. Das ist das Gute. Und zwei sehr leistungsstarke Traktoren. Hat uns ja auch fast unser Geld gekostet, sag ich mal so. Ja, den Flug da, den müssen wir dementsprechend auch noch austauschen. Wenn ihr da noch eine Idee habt, welche Mod oder so, was man dafür nehmen sollte, könnt ihr das natürlich auch lieben gerne im Kommentarbereich schreiben. Hiermit fahre ich jetzt rüber und fahre hier gegen die Wand. Nein, natürlich nicht. Ich fahre jetzt erstmal eine Runde rüber und wir schauen mal hier. So. Der kann nämlich auch die Sämaschine übernehmen. Das ist ja kein Problem. Wenn er hier dann fertig ist. Ups. So. Maispart steht hier schon drauf. Ja, er muss aber noch ein bisschen. So, jetzt gebe ich durch. Ja, er muss wieder nach Hause, das ist klar. Der interessante Part ist er hier. Weil er muss erstmal rein hier und erstmal das Gas abliefern, was er hat. So simpel ist das Ganze. So. Hier ist nämlich das große Zementwerk. Hier sieht ihr selber Gas rein, Zement raus. Durch unser guter Lader, mit der da vorne müssen wir das anliefern hier, so wie es aussieht. Das kriegen wir doch hin. Genau passend. Dann dürfte diese Produktion hier nämlich auch angehen. Ja, wunderbar. Ja, die müssen wir natürlich jetzt weiterhin zwischendurch mit Zement versorgen. Da holen wir das Zement ab. Ja, das sieht doch simpel und einfach aus. Sehr schön. So wollen wir es haben. Einen Ausfahrtsbereich, auch schön. Sorry. So, dann kann er und muss natürlich wieder zurück. Wir haben jetzt den Vorteil, dass wir kein Gas brauchen für das Sägewerk. Das ist der Vorteil. Der Nachteil ist, dass wir kein Gas brauchen für das Sägewerk. Nein. Kann man drehen, wie man will. Wir haben den Nachteil, dass wir eine andere Brenngrundlage dementsprechend brauchen. Im Normalfall würde man Bäume in den Hackschnitzer schmeißen und dann läuft. Aber ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt einen Hackschnitzer hier auf der Karte verbaut haben oder ob wir hier noch einen aufbauen können. Das können wir uns gleich mal über das Tablet angucken. Das wäre noch eine sehr gute Möglichkeit.
Ja, die beiden kleinen Felder müssen im Prinzip nur noch einmal mit dem Streudünger nachgearbeitet werden. Da haben wir einen guten kleinen Fan dran. Den 500er. Das sollte also kein Problem sein. Und ja, ein Feld müssen wir noch sehen. Ja, und die 7 müssen wir auch noch nachdüngen. Und ich glaube sogar zweimal. Da müssen wir also echt auf die Wachstumsphasen achten. Ich glaube, wir müssen sie jetzt eigentlich schon ansetzen, weil ein Teil ist ja schon in der Wachstumsphase. In der nächsten. Und da müssen wir halt immer jeweils die Übergänge mitmachen. Weil sonst springt er nämlich in den letzten Bereich und wir haben, glaube ich, nichts mehr dann zu düngen. Muss mal gucken. Da schauen wir mal. Wow, okay, wir haben ein bisschen fix für die Kurve, das gestehe ich zu. Wow, ich bin immer noch ein bisschen fix für die Kurve. Gestehe ich immer noch zu. Das ist ein kleines Lager oder sowas. Okay. Ja, eine Vierfachkarte zu überqueren ist mit dem guten Stück hier kein Problem. 95 haben wir einen der eher schnelleren Kollegen am Start sozusagen. Das sollte also einigermaßen hinhauen. Wie gesagt, hier wäre eine Sägewerkmöglichkeit, die relativ zentral liegt. Da müssen wir mal gucken. Ja, hier muss man ein bisschen aufpassen, hier macht die ganze Straße einen Knick. Weil es über Geschwindigkeit nicht ist, dass man hier einen Fluss fährt oder so. Das wollen wir nicht. Da vorne sehen wir schon unser Ziel. Das ist alles wunderbar. So, hier in der Kreuzung sollte schon mal ein bisschen anbremsen. So. Ordentlich rumfahren. Ein bisschen schlackern. So, hier geht es da rein. Einmal schön hier hinten rum. Und dann gucken wir mal, wann wir das nächste Mal den Gaspark brauchen. So. Sollte immer Motor ausmachen, ist immer besser. So, mit dem hier fahren wir jetzt wieder nach Hause und dann haben wir das erstmal. Und dann müssen wir mal gucken, was wir an. Ob wir irgendwo einen Hackschnitzler haben und gucken, was unser Rober macht, damit wir den nächsten Seevorgang dann. Oh, gleich vor der Schranke gedöselt. Nein. Davon mache ich wieder heute. Das gibt's ja gar nicht. So, den fahren wir noch fix nach Hause. Ja, wir haben die Zementgeschichte am Laufen. Wir haben Sand und Kies am Laufen. Was wir noch so, glaube ich, machen müssen, ist mal gucken, was die Betonfabrik noch braucht. Ich glaube, das könnte Wasser sein. Das ist was, was wir da nebenbei dann auch hinfahren können. Aber die Betonfabrik ist nicht so weit weg wie die anderen Sachen jetzt. Da sollten wir dann hier die Straße, die jetzt rechts hoch geht, hochfahren und dann irgendwie nochmal nach rechts oder sowas. So. Schauen wir mal alles hin. So, da sind wir schon auf dem Gelände. Wunderbar. Hier stelle ich das gute Stück erstmal ab. So. Hackschnitzel. Stimmt, wollte ich anders machen. Ich wollte aussteigen, das Tablet aufmachen und in den Fabrikskript gucken. So, Hühnerkompost, Biogülle, Schneeschmelze. Aha. Können wir auch hier kurz gucken. Zement, Wasser, Sandsplit. Wasser müssen wir da anliefern, wie ihr seht. Aber anscheinend nicht viel.
Sand und Split und Zement ist das, was wir jetzt schon produzieren. Und Wasser ist das, was wir eh haben. Also das passt eigentlich dann. Das ist dann okay. Sägewerk. Ich selber hier Brennchips. Brennstoffe. Und Holzstämme. Okay. Das hatten wir gerade, ne? Gut. Okay. Gucken weiter. Gewächshäuser. Sollte weiter noch nicht ausmachen. Karton, Zement. Guck jetzt, ob schon was fertig ist, ne? Also Beton, also es gibt auch Lager, Wolllager, verschiedene Lager, Aufbau von Logistiklager, Teilansicht, klar, das ist das, was da rein muss. Das Bild ist toll. Hat schon mal was. Bretterlager. Paar Lager gibt es da auf jeden Fall. Okay. Fabrikaufbau, Sachen, Aufbau, Aufbau, Zucker, Butter. Ja. 1000 Sachen. Das sind die ganzen Bäume. Das sind ja im Prinzip auch alles Produktion, wenn man so will. So, ja, das sind die Sachen, die ich selber noch gesetzt habe. Aber irgendwie würde ich sagen, ist da nichts dabei. Das Einzige, was wir haben, na, der braucht auch Woodchips und Holzstämme. Wir haben so keine Häckselmöglichkeit. Da müssen wir dann echt mal gucken, was wir daraus machen. Gut. So, hier gehen wir erstmal raus. Ja, und wir sind auch leider schon wieder am Ende der Folge. So schnell geht's. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Würde mich sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei sein würdet. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen passenden Daumen da. Würde mich auch sehr über ein Teilen oder ein Abo freuen, wenn ihr es noch nicht da gelassen habt. Schreibt gerne in den Kommentarbereich, was euch noch so einfällt, auffällt dazu, noch irgendwelche Wünsche, Bereiche, irgendwas dazu habt. Einfach im Kommentarbereich hinterlassen. Und dann sage ich vielen, vielen Dank an all die, die mich schon die ganze Zeit unterstützen. Und bis morgen.